Das seid ihr jetzt? Die Finanzkrise. Die geht irgendwann vorbei. Die geht vorbei. Da lachen wir irgendwann drüber. Wie wir damals mit Wäschekörben voller Euros zum Bäcker gelaufen sind. Das ist ein Spaß gewesen. Das ist vorübergehend. Ne? Die eigentliche Krise, die kommt, die ist jetzt eigentlich schon da, die wird noch überlagert, und das ist die Erderwärmung. Das werden wir alle noch erleben, das ist ja das Schöne. Und gerade für mich als alten Ozeanpianisten, also das Schlimme an der Erderwärmung ist die Eisfreiheit. Die Titanic fährt immer weiter. Die Bordkapelle spielt ununterbrochen. So geht's mir seit Jahren. So geht's mir seit Jahren. Kennst du das Land mit den Pelikanen? Kennst du das Land mit den Lianen? Kennst du das Land, wo die Datteln wachsen? Kennst du das Land mit den Pinienkernen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen, wo die krossen Mädchen auf den Palmen wachsen. Kennst du das Land, es liegt im Süden von Lappland und Schweden, wo Finnen, Färöer und Grönen sich verwöhnen und relaxen. Das ist Sachsen. Das Klima kennt Gewinner und Verlierer, das steht in meinem Reiseführer. Freistaat Sachsen kann sich glücklich schätzen. Gemütlichkeit unter Moskitonetzen, das ist Sachsen. Der Sachse sagt, wieso Katastrophe? Der Sachse gewöhnt sich doch an alles. Der Chianti aus Chemnitz ist doch lecker. Der Bordeaux aus Bautzen sowieso. Komm nach Sachsen. Ob Leipzig, Dresden, Chemnitz, Meißen, es ist ganz egal, wie die Käfer heißen, ob Wurzen, Döbel, Krimitschau, Opiumfelder, Weinanbau und Kaffeeplantagen, Kaffeeplantagen, Kaffee is coming home zum Kaffee Sachsen, das ist Sachsen, sonnige, sonnige Sachsen. Sachsen, in Sachsen, sonniges, sonniges Sachsen.